Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Battleball. So, sind wir fertig? Kannst ja auch einfach was produzieren, ne? Und so als Deko dann laufen lassen, ne? So, Moment, was wollte ich jetzt machen? Munition haben wir uns wieder geholt. Ach so, reparieren müssen wir noch was. Haben wir gerade noch mal was zum Reparieren gehabt? Ist schon mal gut. Technologietechnisch haben wir erstmal nicht weiter. Als nächstes bringen wir Appell-Sphären, Fließballung 2 und die Ultrasphären. Ein Schussgewehr, Gewehrmunition. Hochwertiger Metallwaren, hier kriegen wir dann die hochwertige Metallrüstung, das ist auch richtig geil. So, warte mal. B. Wir möchten mal schauen. Moment, wo ist so? Nehmen wir ein paar von denen mit. C. Möchten mal am Vulkan schauen, dass wir vielleicht hier irgendwo. Schon viel cooler. Sind so viele. Okay. Nicht seltsam, aber okay. Dass wir irgendwo ein Lager finden. Wir eventuell Schwefel und Eisen gemeinsam haben. Na, hier hätten wir Eisen. Dort vorne hätten wir Schwefel. Das wäre halt die Frage, ne? Das hier ist der höchste Punkt, kann das sein? So, hier hinten haben wir auch noch ein bisschen Zeug. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier hinten irgendwo Dings finden. Eine Stelle mit Schwefel und Eisen. Obeisen. Guck mal, wen wir dort haben. Okay. Oh, Grafikfehler. Okay. Oh, noch mehr Grafikfehler. Das war ein bisschen stark. Sollten wir es nicht gleich mit allem anlegen, was wir finden, ne? Da unten haben wir Schwefel, das ist schon mal geil. Frage ist bloß, ob da unten ist relativ viel Schwefel. Ja.
Die Frage ist, ob dort unten auch Eisen lagert. Das ist noch mehr Grafikfehler. Dort hätten wir Eisen. Eisen, Popeisen. Die hätten wir ja schon mal, aber hier ist halt kein Eisen, ne? Schwefel hast du hier, aber Eisen ist ja Mangelware. Diese resistente Metallrüstung, Bauplan 1, okay. Ist halt auch wirklich nichts auf. Von unten kommt noch ein größeres Gebiet mit Lava. Und dort unten hätten wir ein größeres Gebiet mit Wüste, wa? Was bist du denn, Alter? Ragnarok, okay. Ist das das große Problem jetzt ist? Dass wir unseren Flügelmann eingebüßt haben, ne? Wenn wir jetzt erstmal rausfinden müssen, wo hier noch eine Statue ist, nicht? Natürlich ist es richtig gelaufen jetzt. Minderwertige Munition, das brauchen wir auf jeden Fall. Die Möglichkeit, die zu beleben, oder? Dann gibt es da oben irgendwo einen Schnellspawn-Punkt, ne? Das wäre natürlich richtig blöd jetzt. Mir fehlt halt, dass hier draußen noch Pals rumschwimmen, dass du überhaupt noch tauchen kannst und so ein Zeug. Ne? Das wäre halt auch noch nice. Tomatenfeld kann man auch noch anbauen, ne? Ist noch eine. Ist wieder ein Jumper-Ei, oder? Ne, normales heißes Ei, okay. Haben wir noch eine Truhe? Dort oben ist ein Belze Buffalo, oder wie der heißt. Gigasphäre, zweimal. Eine Seele. Da oben ist ein Schnellreisepunkt.
Dann schnell, schnell, schnell. Reise. Und ist das ein großes Ei? Ne, sieht nicht so aus. Sieht aus wie ein Jumbo-Ei. Ist ein Jumbo-Ei. Ein Jumbo-Jumbo-Ei. Wir tun recht daran, hier zu verschwinden. Lass da reinbreien. C. Nee, nicht C. F. Da müssen wir noch so schnell mal gucken. Nee, nicht Perlex. Wann du den kriegst. Ja. Mit der hochwertigen Beteiligungsdünn können wir uns den dann einverleiben. Und danach gibt's Valeris. Eine Doppelflinte gibt's dann auch noch. Stationäres Maschinengewehr. Kommt dann auch noch. Pumpgun, Seer, Terrorschild, Visier, legendäre Sphäre, elektrischer Hochofen. Brauchst du wahrscheinlich also dann kein Dings mehr. Palladium-Rüstung. Palladium-Fall. Erstmal ablegen alles. Wenn wir jetzt eh alles das behalten wir mal in den Fall der Fälle. Dorthin. Gehen wir dann in der nächsten Folge weiter auf Helljagd. Müssen ja noch ein bisschen was erledigen. Müssen ja fast auf Level 35. Das ist die Werkzeuge, könnte man ja herstellen, ne? Muss ich mal gucken. Brauchst du Zähne? Brauchst du auch noch mal Zähne? Ich würde sagen, die zwei mit wenn wir Zähne davon herstellen können, wäre schon nice. Zweiundzwanzig können wir davon herstellen. Schon ein Teil Ignis. Hellsfire. Sieht schon cool aus, so ein Hellsfire, ne? Na, Lärge sieht auch geil aus, aber das kriegt man auch später. Beacon braucht noch 5 Minuten, dann ist der Elder ready for action. Quatsch. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
Da bauen wir uns jetzt die hochwertigen Dinger hier. Hochwertige Metallaxt. Eine produzieren. Die nehmen wir mit. Und dann noch eine hochwertige Spitzhacke produzieren. Was. Man sich eigentlich zwei Pistolen bauen, da hätte man gleich zwei mehr. Ne? So, das kann alles rein, das kann mit rein. Kohle haben wir genug. Nehmen wir erstmal das wieder mit hier, was wir brauchen. Die nehmen wir mit. Coins. Die Schlüssel nehmen wir mit. Den können wir mitnehmen. Hier haben wir noch mehr Coins. Noch ein paar Coins. Totblindmunition haben wir dort auch. Nur noch mehr minderwertige Munition. Wir müssen hier dann auf jeden Fall noch irgendwie aufräumen. Ja, du willst fertigen, du kannst auch jetzt fertigen, ja. Achso, damit kannst du Polymerplatten herstellen, okay, cool. Borst produzieren, Freundchen. Herausfahren. Drei Stück kann man herstellen. Bettenmäßig, was brauche ich dafür? Nagel. Können wir auf jeden Fall 10 Betten herstellen. Das bedeutet B, C. 1 paar kuschelige Bettchen bauen. Meister. Wir müssen wohl draußen erstmal wieder was klären gehen oder was?
So, dann würde ich sagen, 20 Uhr. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Beisein. Bis zum nächsten Mal und ich sage ciao. Mit Pau. Tschüss.